Wie finden Sie die Krimi-Flut und haben Sie schon mal ermittelt, warum wir Deutschen, wie so viele andere Länder, wohl so krimi-fanatisch sind? Also ich glaube, dass es eine natürliche Neugierde gibt von Menschen. Neugierde ist etwas, was fast alle Menschen haben. Wir sind neugierig, schon als Kinder. Alles, was neu ist, gucken wir uns an. Die Kinder sind neugierig und wir brauchen Futter für unser Gehirn und für unsere Gefühle und für die grauen Zellen und so weiter. Und etwas am Krimi ist ja auch so, das ist ja ein Genre, wo man eigentlich alles erzählen kann. Die Frage ist nicht was, sondern das Wie. Wie man etwas erzählt. Und das ist der Kasus Knaxus. Ja, wenn wir so erzählen, dass es nicht nur, es geht nicht nur um die Spannung, aber viele Menschen, wenn die eine Geschichte erfahren, die sie wirklich interessiert, was geht da zwischen den Menschen vor sich, dann fangen die Zuschauer an zu raten. Dann fragen die sich, was glaubst du? Also ich, wie kann das sein? Oder warum hat? Und deswegen ist es so wichtig, dass man erfährt, warum einer seine Tat, die er gemacht hat und warum er sie so gemacht hat, wie er sie gemacht hat. Weil wir Menschen sind ganz, ganz komplizierte Wesen. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einen, wenn man hinabsieht. Das ist der Text aus dem Wojciech von Georg Büchner. Und der ist sehr tiefsinnig. Und so ist es. Und wenn zum Beispiel man ein positives Beispiel zeigen würde, wie ein Mensch in einer ganz, ganz schwierigen Lage ist, ja, in einer Krise oder im Familienleben und was weiß ich nicht alles und im Berufsleben. Und wenn er sich alleine fühlt und nicht weiß, was er machen soll. Und dann er auf etwas trifft, wo er sozusagen so ein Strohhalm, wo man ihn von abbringen könnte. Das wäre doch mal schön. Ja? Wenn man einen Menschen, wenn er einsam ist, verlassen ist, nicht mehr weiß, was er machen soll, und dann kommen so heimlich diese Rache, die man oft gefühlt, diese Rachegelüste und sowas alles. Also Rache finde ich was ganz Furchtbares. Ja? Und wo der dann so mit sich alleine ist, dass er nur noch schwarz sieht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man den davon abbringen könnte, ganz heimlich, sukzessive, das finde ich schön. Und zwar brauchen Menschen andere Menschen.